Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einem kleinen neuen Infovideo, was den LS19 betrifft. Ja, ihr habt letzte Woche leider keine Factsheets von mir gesehen, dafür aber diese Woche wieder und die von letzter Woche sind auch eben mit dabei. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Factsheets. Wir fangen mal ganz schnell mit denen an, die letzte Woche waren. Das habe ich leider zeitlich nicht auf die Kette gekriegt und ja, ich möchte aber euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Wir haben einmal hier einen wunderschönen Case, 7200 Pro Series, ist ein Traktor für 98.000, wo wir einige Rad-Setups, einige Motor-Setups haben, 170 bis 261 PS, da muss ich ehrlich sagen, so sieht er ja mal gar nicht aus, 261 PS, leco mio muchacho, ja. Ordentliches Teil, ist so ein bisschen in die Richtung Youngtimer, würde ich behaupten, und gefällt mir sehr, sehr gut. Da hinten dran haben wir einen Rapid 580V. Ist ein Ladewagen, mal ein ganz anderer Ladewagen, für 100.000. 35.000 Liter hat er Kapazität und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h. Ja, ne, was kann er laden? Silage, Heu, Stroh, Gras. Ja. So sieht's aus. Und wir können die Reifenmarke können wir ändern. Hier. Ne? So, machen wir aber mal weiter. Der nächste ist der Rapid 8400. Auch ein Ladewagen. Und zwar für 150.000. Er braucht 240 PS. Steht bei dem die PS-Zahl da hier? Ne, bei dem steht gar nicht die PS-Zahl da. Braucht 240 PS, ist der Dreiachser. 53 bis 56.500 Ladevolumen, die Kapazität, Wahnsinn, also diese auch änderbar und natürlich die Reifenmarke und auch 20 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Nicht schlecht, Riesenteil auf jeden Fall. Dann haben wir einen Big Master Western WCF, ist ein Animal Transporter, für zwei Pferde geeignet, kostet 16.000, da können wir unsere Pferde von A nach B fahren, verkaufen, kaufen und so weiter. Schöner kleiner Anhänger für das Auto. Das erste Mal, dass ein kleiner Autoanhänger dabei ist. Von Böckmann, ne? Übrigens. Sehr gute Anhängermarke. Kann man nur empfehlen. Wir haben hier eine New Holland T6 Serie. Eine der Traktoren, die ich mit Abstand am wenigsten benutze. Ich weiß nicht warum. Ich finde sie gar nicht so schlecht, aber ich benutze halt einfach extrem wenig. Ist egal. Ist ein Traktor, kostet 100.000. 125 bis 175 PS. Eigentlich ein günstiger Mittelklasse Traktor. Fährt 50 km/h, wir können die Reifen und die Reifen Marke, das Reifen Setup, Engine Setup können wir ändern, also die PS-Zahl und einen Frontlader hat er auch noch, Attacher, ne? Das können wir alles machen. So, gut, dann geht's weiter mit von Lampken hier an dem T6 zu sehen, den Azurit 9 und den Solitär 23. Also Rit 9 ist hier hinten die Sämaschine, ist ein Blender für 26.000 mit 6 Meter Arbeitsbreite. Das ist eine sehr günstige Sämaschine mit 6 Meter Arbeitsbreite, wie ich finde. 110 km/h, voll okay. 600 Liter Inhalt ist natürlich sehr wenig. Ne? Wir haben ohne Düngefunktion, wie wir hier sehen, also nur Pflanzen, Saatgut. Und wir können sehen Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen, Rüben und Baumwolle. Also für die normalen Getreidesorten nicht geeignet. Hier vorne haben wir einen Fertilizer-Tank für 8.000. Mit 1.500 Litern Tankvolumen. Okay, das geht wahrscheinlich in der Kombination, dann wird gleich mit gedüngt. Das ist ja ein Düngertank. Ein Düngertank, für Festdünger. Okay, cool. Schöne Kombi eigentlich, ne? Mit dem blauen New Holland, sieht ganz gut aus. So, weiter geht's mit dem TX32 und TX32 Schneidwerk. Ist ein Combine Harvester für 100.000 mit 5.600 Litern Ladevolumen. Einen, den wir so auch noch gar nicht gesehen haben. New Holland, ein schöner, 25 km/h schnell, 160 PS. Kann die ganz normalen Sachen alle ernten, ne? Unter anderem auch Mais, also hat auch ein Mais-Schneidwerk. Und dazu haben wir jetzt hier erstmal das Getreideschneidwerk mit 4 Meter Arbeitsbreite, ne? Ja, für 32.000 auch nochmal. Wahnsinn, was so ein Schneidwerk auch kostet. Irre. Also das ist brutal teuer, finde ich. 32.000? Krass. Sehr, sehr cool. Da habe ich mich sehr gefreut. Wir haben eine Fiat 1300 DT. Ist ein Traktor mit immerhin 150 PS. Reichlich, Leute, reichlich. Für 59.000. Coole Sache. 25 km/h leider nur schnell. Wir können das Wheel Setup auswählen. Wir haben Standard White Tires.
Rear Twin Wheels, also hinten Zwillingsbereifung, Breitreifen haben wir und Pflegebereifung haben wir auch. Genau. So, und da haben wir so einen Trailer dran, einen HW80, den kennen wir, HW80 gibt es zur Genüge überall. Gab es noch einen L17 ganz stark vertreten, der kann erstmal alles laden, hat 8000 Liter Ladevolumen, deswegen auch HW80 und einen Main Collar können wir ändern, Design Collar können wir ändern, Rim Collar, also die Felgenfarbe können wir ändern, Wheel Brand und Wheel Setup, ne? Und wir haben Standard und Breitreifen. Das sind die Standardreifen hier. Cool, oder? Das ist eine geile Kombi mit dem Drescher. Jetzt kommen wir aber mal zu den neuen Factsheets, meine Lieben. Den FR 780 haben wir hier. Mit 300 FP Header hier vorne dran. Das ist einmal ein Häcksler von New Holland mit 570 PS für 364.000. Der ist nicht groß, ist ein kleiner Häcksler. Aber hat 364.000, muss man da schon auf den Tisch blättern, ne? Das ist reichlich. 40 km/h allerdings schnell. Wir können das Wheel Setup ändern in Standard und White Tires, also Breitreifen. Und ja, wir haben Gras. Wir haben Häckselgut an sich, Silage, ne? Also hier vorne der Header, der nimmt halt Gras auf. Gras und Heu. Gras und Heu zum Aufsammeln. Zack, flupp, aufgesammelt. Ist ein 3 Meter breites Schneidwerk für 20.000. 20 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit. Ja, so sieht's aus. Schönes Teil. Das kennen wir ja auch schon aus dem 17er. Nicht jetzt von New Holland, aber ne, da gibt's ja auch sowas für Krone. So, Fast Track 8330. Ein unglaublich geiler Traktor. Mit unglaublich viel Power. 348 PS, Wahnsinn, 70 km/h schnell, das ist das Geile am Fasttrack. Ich liebe JCB, ich liebe wirklich JCB. Kostet 310.000, das ist leider sehr, sehr teuer. Hat dafür richtig Leistung, richtig Geschwindigkeit. Wir können Wheel Setup, Wheel Brand ändern. Ne? Wir haben Standard, Ride Tires und Kommunal. Das sind auf jeden Fall keine Kommunal hier, die hier drauf sind. Das sind Standard, würde ich sagen. Dann haben wir noch die Breitreifen und Kommunal. Dazu haben wir einen sehr, sehr schönen Kipper dran. Und zwar den KS59, ist ein Trailer mit 48.000 Liter Ladevolumen, der einfach alles laden kann, was es gibt. Und es könnte ein Schiebeboden sein, oder? Könnte ein Schiebeboden sein. Ich weiß nicht, ob es einer ist. Könnte einer sein, der kippt, aber könnte auch ein Schiebeboden sein. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Für 62.000. Schönes Teil. Wunderschön. Dann haben wir noch einen Puma. Ist ein Traktor. 225 bis 270 PS. Auch echt krass von der Leistung her, muss ich sagen. 188.000 teuer, 50 km/h schnell. Sehr, sehr schön. Und da haben wir einen K165 Dünger hinten dran. Der hat sogar zwei, der hat links und rechts ist ein Kalkdünger oder ein Festdünger, Streuer. Für 67.000 hat zwischen 15.600 und 18.950 an Ladevolumen. Das heißt, das können wir uns einstellen im Setup. 12 Meter Arbeitsbreite und 20 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Und der hat eine Speeding Discs 6 Meter Speeding Unit. Steht hier nochmal separat. Guck mal hier, wenn ich das hier mal beiseite schiebe. Das hier. Kann man die einzeln? Kann man wahrscheinlich einzeln machen hier. Diese einzelnen Discs und jeder hat halt 6 Meter Arbeitsbreite. Weißt du? Sieht aber sehr, sehr schön aus, finde ich. So, und dann haben wir noch einen Manitou. MLT 737-130 PS Plus, das ist ein Telehändler, Telehandler mit, für 98.000 mit 130 PS, 40 km/h schnell, ne, und dafür, und da haben wir von der dran eine Schaufel mit 2640 Litern Ladevolumen und 2800 kostet das gute Stück, kann auch alles laden inklusive Kalk und so weiter, sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier von Manitou noch einen Forklift, also einen Gabelstapler, den MC18-4, 37.000, schön, dass ein Gabelstapler mal dabei ist, da freue ich mich echt, 36 PS, 25 km/h schnell, 71 Liter Tankvolumen, wobei die ja meistens eigentlich mit Gas laufen, ne? Und ja, sehr, sehr praktisch, gerade ne, für, die kennen wir ja hier, diese Big Bags, sehr schön, freut mich wirklich, das sollte es gewesen sein, war es aber nicht. So, wir haben nämlich noch einen Fendt 500 Favorit. Sehr cool, oder? Fendt 500 Favorit, 115 bis 150 PS, 76.000, 50 km/h schnell. Und da haben wir ein SEK 802 von Strautmann hinten dran, kleiner Trailer mit 4.000 bis 12.000 Liter Ladevolumen für 8.000 insgesamt. Ne? Sehr schön. Was ist das immer noch nicht? Den haben wir, ne, haben wir den auch noch?
Das ist ja der Wahnsinn. Ein weiterer haben wir auch noch. Das ist ja der, wie viele Factsheets haben wir hier? 65.600 kostet das gute Stück. Ist ein Traktor mit von 100 bis 110 PS, 40 km/h schnell. Schöner, unterer Kategorie-Traktor, ne? So für einen Einstieg. Kleinerer und da haben wir einen Zeta dran. Nee, das ist ein Schwader, oder? Das ist ein Schwader. Also 7,8 Meter Arbeitsbreite für 23.000. Das ist ein Schwader, das ist ja kein Schwader, oder? Aber der schwadert ja. Aber schwadert der ist gleich zu Heu? Nee. 18 km/h Arbeitsgeschwindigkeit? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas wird schon sein. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde Sonntag noch ein Infovideo hochladen, auf jeden Fall, weil ich ja Montag ins Krankenhaus muss. Ich muss heute, war ich beim Vorgespräch, OP, wer es noch nicht weiß, Leistenbruch. Und das muss Montag operativ gemacht werden. Ich werde jetzt noch das Video fertig machen für mit dem Magnitude-Trailer. Und das schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Und in diesem Sinne, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da, ich würde mich riesig über den Kombi freuen. Und bis heute Abend im Livestream, 20 Uhr auf Twitch. Tschüss, euer Manus.